Diese Videoserie hat nun auf der Zeitleiste des Asimov-Universums bereits eine beachtliche Entfernung zurückgelegt. Wir hatten begonnen mit den Kurzgeschichten und Erzählungen aus dem frühen Roboter-Universum, die Asimov in den 40ern und teilweise noch in den 50ern schrieb, festgehalten in Geschichtssammlungen wie I Robot, The Complete Robot, Robot Visions, Robot Dreams und andere. Danach folgte dann der 2000-jährige Sprung in die Zukunft zu einer Menschheit, die unter der Erdoberfläche lebt, während der Weltraum weitgehend von den Spacern besiedelt wird, ehemaligen Erdbewohnern, die im Verlauf von 400 oder 500 Jahren eine andere Zivilisation geworden sind, die sich von der Menschheit losgesagt hat und ihr Schicksal und ihre Prosperität ausschließlich von unzähligen, hochintelligenten Robotern abhängig macht. In der vorangegangenen Episode dieser interstellaren Videoreihe beschäftigten wir uns dann mit Isaac Asimovs Roman Robots and Empire. Dieser Roman war eine lose Fortsetzung der Roboter-Trilogie, die einst in den 50er Jahren mit The Caves of Steel begonnen hatte, also Romane, in deren Mittelpunkt die Kultur der sogenannten Spacer auf dem Planeten Solaria und Aurora stand. Chronologisch markierte Robots and Empire auch das Ende der Spacer-Ära und den Beginn der Eroberung der Galaxie durch die Erdbewohner. Asimovs Aussage am Ende dieser vier Romane war recht eindeutig. Dekadenz ist stets die Vorstufe des Niedergangs. Asimov machte keinen Hehl daraus, dass gerade Edward Gibbons Standardwerk The History of the Decline and Fall of the Roman Empire hier Einfluss ausübte. Die Spacer, umgeben von Millionen Sklavenrobotern, waren sichtlich analog zu verstehen zu den alten Römern, die letztendlich ihre eigene Ökonomie durch den unkontrollierbaren Einsatz von Sklaven ruiniert hatten. Doch dies ist auch Science Fiction und somit ist eine moralische Mahnung hier nichts Unerwartetes. Vielleicht sind wir heute in einer Position, in der wir uns die Frage stellen müssen, wie gesund es für uns sein wird, wenn alle Bereiche unseres Lebens von irgendwelchen elektronischen Helferlein, also de facto Sklaven, begleitet werden. Heute, wo das Wort KI in aller Munde ist, ob berechtigt oder nicht, ist das ein brandaktuelles Thema. Asimov war übrigens nicht daran interessiert, den unmittelbaren Niedergang des Spacer näher zu dokumentieren. Ohnehin beschäftigte ihn eine andere Idee. Eine Idee, die ihm, ob direkt oder indirekt, möglicherweise Robert A. Heinlein eingeflüstert hatte. Diese Idee bestand in einem gewissen Verständnis der Science-Fiction-Fankultur. Heute sprechen wir auch mal gerne von Geeks und Nerds, doch eine Erkenntnis der späten 70er Jahre bestand darin, dass die erschaffenen Fantasy- und Science-Fiction-Welten dazu geeignet sein sollten, sich in ihnen zu verlieren. Daran war Star Trek und Star Wars nicht ganz unschuldig. Science-Fiction-Welten mochten lange Zeit als Sandkästen für Utopien und Dystopien gegolten haben und somit Spiegelflächen für Optimismus oder für Mahnung sein. Doch von Anfang an war das stets auch die dritte Funktion des Genres, der reine Eskapismus. Und damit hatte Asimov kein Problem. Er selbst hatte als Junge seine Gedanken gerne auf abenteuerliche Reisen geschickt, bei der Lektüre von Pulp-Magazinen, die im Süßwarenladen seines Vaters angeboten wurden. Tolkien hatte es bereits in den 50ern vorgemacht, und so wurde die Schaffung von Welten, das Worldbuilding, zu einem zentralen Begriff der Gattung Fantasy und Science Fiction. Die alten Sci-Fi-Füchse wie Asimov und Heinlein hatten allerdings nicht vor, in ihrem bereits fortgeschrittenen Alter noch riesige Fässer mit neuen Romanzyklen aufzumachen. Sie blickten ohnehin auf ein riesiges Werk zurück, das häufig sehr ähnliche Themen und Welten beackerte. Und so wie einst in den 40er Jahren Alfred Elton Van Vogt begonnen hatte, seine Kurzgeschichten zu sogenannten Fix-Up-Romanen zusammenzufügen, etwas, das Asimov seinerzeit mit I, Robot genauso getan hatte, begannen Heinlein und Asimov viele Jahrzehnte später, ihre eigenen Romane und Erzählungen zu einem noch größeren Universum zusammenzufügen. A Shared Universe, wie man es fortan nannte. Asimov hatte bereits erfolgreich seine alten, in unserem Sonnensystem angesiedelten Robotererzählungen mit den großen Roboterromanen um Elijah und Daniel in eine Chronologie verschmolzen. Und all diese Romane und Erzählungen hatten wir nun in den bisherigen Videoepisoden behandelt. Doch er besaß ja noch eine andere Welt, die das Fundament seines Ruhms war. Die Welt von Trantor und der Foundation-Zivilisation, repräsentiert durch 6 Romane, die er alle in den extrem fruchtbaren 50er Jahren schrieb. Würde er diesen Zyklus nun mit den genannten Roboterromanen zu einer gemeinsamen Zeitleiste verschrauben, entstünde auf diese Weise ein geradezu gigantisches Worldbuilding, das nicht nur Jahrhunderte, ja nicht nur Jahrtausende umfassen würde, sondern Zehntausende Jahre. Es war zu verführerisch. Und ähnlich wie einst die beiden Detektivgeschichten The Caves of Steel und The Naked Sun, die beide auch in den 50er Jahren geschrieben wurden, ihre Fortsetzungen in den 80ern erhielten, so sollten auch die Foundation-Romane ihre entsprechenden Erweiterungen kriegen. So sollten bei Asimov die 50er und die 80er als die 2 Jahrzehnte gelten, in denen der Autor geradezu schreibwütig war, während die 60er und die 70er da deutlich karger ausfielen. Allerdings nur, wenn es um Science Fiction geht. Asimov war nicht tatenlos in den 60ern, er war eigentlich nie tatenlos, doch in den 60ern schrieb er fast exklusiv nur Sachbücher, und zwar ungefähr 40 davon. Isaac Asimov publizierte die besagten Imperium- und Trantor-Romane innerhalb von ungefähr 4 Jahren. Pebble in the Sky erschien in 1950. The Stars Like Dust erschien 1951. Im selben Jahr erschien Foundation. The Currents of Space kam dann in 1952 heraus. Foundation and Empire kam ebenfalls in 1952 raus. Und schließlich dann Second Foundation in 1953. Hierbei muss man allerdings einige Dinge in Betracht ziehen. Zum einen, Pebble in the Sky hatte ursprünglich eigentlich nichts mit Trantor zu tun. Dieser Roman hatte eine recht lange Genesis, die sich durch die 40er Jahre zog. Am Ende erschien das Buch dann schließlich bei Doubleday im Doppelpack, ausgerechnet mit L. Ron Hubbard. Ursprünglich war dies als ein alleinstehender Roman gedacht, mit einer interessanten Ausgangsidee, die von einem Mann aus unserer Gegenwart handelte, der durch einen Unfall Jahrtausende in die Zukunft katapultiert wird und sich dort auf einer sichtlich dystopischen, radioaktiv verseuchten Erde behaupten muss. Der andere Punkt ist, dass auch der erste Foundation-Roman letztendlich ein Fix-Up-Roman war, der bereits veröffentlichte Erzählungen, die Asimov Jahre zuvor publiziert hatte, zusammenfügte. Somit hatte er schon damals begonnen, in seinem geistigen Chemiekasten diese Trantor-Welt zu erschaffen und hier und da auch ein paar Seiten Texts so zu verändern, dass ein kohärentes Gesamtgefüge erzeugt wurde. Obwohl Asimov sich nie mit einer zu genauen Vergabe von Jahreszahlen in seiner Chronologie beschäftigt hatte, das hatten später alles dann die Fans übernommen, sortierte er schon relativ früh die 6 Imperium-Romane in 2 chronologisch abgetrennte Gruppen. Die 3 Novellen, Pebble in the Sky, The Stars Like Dust und The Currents of Space, verkörperten so eine Art frühe Phase des Trantor-Imperiums, griffen sogar unmittelbar vor seine Anfänge. Während die 3 Foundation-Romane nicht nur Trantor auf dem Höhepunkt seiner Wirkung zeigten, sondern auch den Niedergang des galaktischen Imperiums schilderten, wie auch den Aufstieg einer Folgezivilisation. In Deutschland erschienen dann die 3 kleinen Romane auch mal als dickes Dreierpack mit dem Titel »Das Imperium von Trantor, die frühe Foundation-Trilogie«. Das war ein cleverer Marketing-Gag des Verlags, denn interessanterweise spielt sich kein einziger der 3 Romane auf Trantor. Das Trantorreich wird ausschließlich in The Currents of Space überhaupt erwähnt. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich bekam damals dieses dicke Buch mit 592 Seiten, vollgepackt mit Asimov für 8 deutsche Mark. Das war damals eine Menge Science-Fiction-Lesestoff für wenig Geld. Bezüglich der Chronologie gibt es einige konkurrierende Listen hier und da und so richtig in Stein gemeißelt ist da gar nichts. So habe ich mich einfach nur für eine Chronologie entschieden und seit dem Beginn dieser Videoreihe halte ich mich an sie. Aber gerade an dieser Stelle findet man durchaus Reihenfolgen, die etwas anders aussehen, da diese drei kurzen Romane eigentlich miteinander nichts zu tun haben und sich alle an vollkommen unterschiedlichen Orten der Galaxie abspielen und sogar Jahrtausende voneinander entfernt sind. Und deshalb ist dieser Punkt nicht ganz so wichtig. Somit, diese Romane wurden zwar in dieser Reihenfolge geschrieben, Pebble in the Sky 1950, The Stars Like Dust 1951 und The Currents of Space 1952. Doch die Chronologie, die ich hier übernommen habe, platziert sie auf der Leiste der Handlungszeit so: The Stars Like Dust im Jahr 5924, also genau 1000 Jahre nach Robots and Empire. The Currents of Space im Jahr 11.084, also weitere 5000 Jahre später. Pebble in the Sky im Jahr 12.411, nochmal über 1300 Jahre später, wobei ab hier dann meistens schon die neue Zeitrechnung zum Einsatz kommt, also in diesem Fall das Jahr 827 der galaktischen Zeitrechnung. Also in diesem Fall 827 GE, also der Zeitrechnung des galaktischen Imperiums. Hierbei wird gerechnet, dass das Jahr 11.586 jenes Jahr ist, an dem das Reich von Trantor das galaktische Reich geworden ist, und wird somit auch als das Jahr 1 der GE-Zeitrechnung genannt. Trantor hatte zu diesem Zeitpunkt aber schon 7000 Jahre bestanden. Seine Anfänge werden auf ungefähr das Jahr 3548 unserer Zeitrechnung geschätzt und sind letztendlich eine Spacer-Welt gewesen. Somit, wenn wir zurückgehen zu The Caves of Steel und Elijah Bailey, so hatte damals bereits über mehrere Jahrhunderte der Planet Trantor als eine relativ unwichtige Spacerwelt existiert. Das Königreich Trantor trat jedoch erst nach 5500 unserer Zeitrechnung in Erscheinung, also 600 Jahre nach Robots and Empire, als die Spacerwelten begonnen hatten, in einzelne Königreiche und Weltraum-Gubernien zu zerfallen, zumeist kontrolliert von den irdischen Siedlern, die sich damals rapide durch den Weltraum ausbreiteten. Hierbei begann sich eben ein weitgehend feudales System durchzusetzen. In dem Roman The Stars Like Dust, um den es hier in dieser Videofolge geht, hatte also das Reich Trantor durchaus existiert, wenn auch noch fern der Bedeutung, die ihm eines Tages zukommen sollte. Im Buch selbst wird es mit keinem Wort erwähnt. Kommen wir also endlich zu dem Roman, um den es hier gehen soll. The Stars Like Dust, zu Deutsch erschienen als Sterne wie Staub, ist ein problematisches Buch. Eigentlich gilt es vielerorts als Asimovs schlechtester Roman, und der Autor selbst gab gelegentlich zu, dass das vielleicht eine seiner größten Eseleien war, und dafür gibt es Gründe. Doch in aller Fairness muss ich feststellen, dass der Roman zwar nicht sehr gut ist, aber doch auch seine Qualitäten hat. Da stellt sich eben nur die Frage, ob man imstande ist, die Makel sozusagen runterzuschlucken, um an den positiven Dingen Spaß zu haben. Räumen wir also den Elefant aus dem Raum und sprechen die große Absurdität dieses Buchs an. Diese Geschichte besitzt einen MacGuffin, hinter dem jeder Herr ist. Worum geht es dabei? Das geheimnisvolle Objekt dieser Jagd, das angeblich Prosperität und Freiheit in die Galaxie bringen und das Ende der Tyrannei herbeiführen soll, stellt sich als ein Dokument heraus. Und das Dokument ist die Verfassung der Vereinigten Staaten. Ja, genau. We the people. Nun ja, die Constitution ist ein Dokument, für das sich die Amerikaner nicht schämen müssen. Aber die Annahme, dass irgendwelche interstellar reisenden futuristischen Zivilisationen mental und philosophisch so sehr auf den Hund gekommen sind, dass sie nur ein amerikanisches Unabhängigkeitsdokument aus dem Jahr 1789 retten kann, riecht nach amerikanischem Exzeptionalismus und der Monroe-Doktrin 10 Meilen gegen den Wind. Es mutet geradezu etwas peinlich an. Nun war dieses patriotische Geblöke Asimov durchaus etwas peinlich, und er gab zu, dass Sterne wie Staub der Roman ist, den er von seinen Büchern am wenigsten schätzt. Er erklärte aber auch, dass er in dieser Lage ein wenig hineinmanövriert wurde, da ihm H.L. Gold, der Herausgeber des Galaxy-Magazins, dazu angestiftet hatte. Dieser hatte offensichtlich diese Idee, etwas mit der amerikanischen Verfassung im Weltraum zu machen, was vermutlich als eine Idee schnell mal auf einen Bierdeckel gekritzelt gut geklungen hatte. doch in der Umsetzung immer zum Scheitern verurteilt war, da, wie Asimov selbst zugegeben hatte, die Wichtigkeit, die an dieser Stelle dem Dokument zugesprochen wurde, doch etwas arg überhöht ist. Interessant finde ich allerdings den eher historischen Kontext. In 1951, als Asimov den Roman schrieb, hatte der McCarthyismus längst gewütet. The Red Scare war ein zentrales Thema der Ideologie, die Jagd nach amerikanischen Sozialisten und Kommunisten war unerbittlich und gerade J. Edgar Hoover und der FBI zogen hierbei nicht selten die Fäden. Berühmte Hollywood-Größen wurden verfolgt und gecancelt und blickt man näher, hatte die USA nie wieder so richtig damit aufgehört, für alle ihre Unzulänglichkeiten immer Russland verantwortlich zu machen. Sie tun es ununterbrochen seit über 80 Jahren. Nun war es so, dass Isaac Asimov, der Jude war und aus der Sowjetunion stammte, niemals Sozialist oder Kommunist gewesen war. Und ich fand stets, dass er durchaus eine eher libertäre Position vertrat und vieles an ihm mutete sichtlich kapitalistisch aus Überzeugung an. Doch echte ideologische Positionierung behagte ihm ohnehin nicht. Dennoch kann ich mir denken, dass der junge Exilrusse Asimov gerade im Begriff, in den Olymp der Science-Fiction-Autoren aufzusteigen, nicht extra motiviert werden musste, sich päpstlicher als der Papst zu präsentieren und einen Science-Fiction-Roman hinzulegen, aus dem amerikanischer Exzeptionalismus nur so triefte. Hinzu kommt, dass im Nachhinein Asimov dieser ganzen Idee ins Knie geschossen hatte, indem er den Roman in das Foundation-Universum einbezog. Denn die Idee von The Stars Like Dust besteht darin, dass den Rebellen die Verfassung der Vereinigten Staaten als Inspiration und als Antrieb dienen soll, um sich den diktatorischen und feudalen Strukturen zu entziehen und eher eine repräsentative Demokratie in der Galaxie einzuführen. Doch wir wissen natürlich, dass nichts davon eintreffen wird, denn Trantor wird trotzdem zum wichtigsten Reich aufsteigen und schließlich in den ultimativen galaktischen Feudalismus übergehen, das galaktische Reich mit Usurpatoren und Kaisern an der Spitze. Etwas, das zu beschreiben Asimov viel mehr Spaß machte als Demokratie im Weltraum. Nun haben wir das Buch genug verrissen. Ich hatte zuvor jedoch gesagt, dass es hier auch durchaus Qualitäten gibt. Doch vielleicht sollten wir kurz mal eine kleine Zusammenfassung der Handlung vornehmen. Die Handlung beginnt auf der Erde, die zu diesem Zeitpunkt radioaktiv verseucht ist. Ein Motiv, das an Robots and Empire erinnert und das in Pebble in the Sky, dem nächsten Roman, auch zur Sprache kommen wird. Der junge Byron Farrell hält sich auf der Erde auf, er ist ein Student, der dort eine Universität besucht. Doch wir erfahren schon bald, dass Byron kein einfacher Student aus dem interstellaren Ausland ist. Er ist der Sohn des mächtigen Ranchers von Videmos. Rancher ist dabei etwas euphemistisch aufzufassen. Seinem Vater gehört letztendlich ein ganzer Planet, der nur der Landwirtschaft gewidmet ist und er ist offensichtlich der größte Lebensmittelexporteur weit und breit. Wir erfahren auch von den Tyranni, einem militanten Regime, das mindestens 50 Planeten beherrscht. Durch einen geheimnisvollen Agenten namens Sander Jonty erfährt Byron Farrell die schlechte Nachricht, dass sein Vater von den Tyranni ermordet wurde und dass er auf ihrer Säuberungsliste der Nächste ist. Byron kann mit Mühe und Not sein Leben retten und von der Erde fliehen. Nun befindet er sich auf der Flucht vor seinen Killern, doch zugleich ist er entsprechend wütend und motiviert, den Mord an seinem Vater aufzuklären und Gerechtigkeit zu verlangen. Aus seinem Gejagten wird zunehmend ein Freiheitskämpfer. Dabei stößt Byron auf eine geheime Rebellengruppe, die nach einem legendären Dokument sucht, das die Freiheit der Galaxie garantieren soll. Darüber sprachen wir schon. Byron verliebt sich dabei in Artemisia, die Tochter des Direktors von Rhodia, der in all das irgendwie verwickelt ist. Artemisia ist als weibliche Gestalt etwas gruselig geschrieben, zumindest vom feministischen Standpunkt. Da wird man dann ganz deftig vom Chauvinismus der 50er Jahre berührt. Gleichzeitig ist ihr Verhältnis zu Byron seltsam wankelmütig und inkonsistent, aber ich vermute, Asimov wollte damit eben das Klischee der aristokratischen Zicke zelebrieren, die sich dem Helden ein wenig verweigert, um nur wenige Tage später seinem Heiratsantrag zuzustimmen. Die Tyranni sind die Antagonisten in dieser Geschichte und ihr Name als die diktatorische Kultur ist nicht gerade kreativ. Dem Buch hätte es nicht geschadet, wenn Asimov ein wenig mehr ihre kulturelle Motivation ausgearbeitet hätte, anstelle sie einfach nur als diese peitscheschwingenden Schurken zu präsentieren. Doch dies waren eben andere Zeiten. Aber als ich diesen Roman mit 14 Jahren gelesen hatte, empfand ich all das nicht. Ich hätte es gar nicht kontextualisieren können. Alles, woran ich mich erinnern kann, war, dass dies ein unglaublich spannender, rasanter Roman war. Ich würde es als einen Roadmovie im Weltraum bezeichnen. Die Handlung ist sehr abenteuerlustig, wir hasten unentwegt durch Weltraumbahnhöfe, stehlen Raumschiffe und schlüpfen durch interstellare Verkehrskontrollen. Der Roman hat durchaus seine erfrischende Dynamik und eine kosmische Reiselust, die gerade einem jungen Leser gefallen mag. Die Persönlichkeiten mögen hier ein wenig flach erscheinen, doch auf der anderen Seite war Asimov nie der Meister der Charakterstudien, sondern eher ein Denker mit großen Pinselstrichen. Dieser Roman ist letztendlich eine Space Opera, bevor dies eine Modeerscheinung des Science Fiction werden sollte. Die Story ist manchmal etwas wirr, aber wie so oft schafft Asimov am Ende die Kurve und löst die etwas überladene Handlung recht gekonnt auf. Asimov kann manchmal auch humorvoll sein, wenn er es nicht darauf anlegt und eher subtil bleibt. Hier versucht er stellenweise absichtlich lustig zu sein und das klingt manchmal etwas bemüht. Der Roman funktioniert sichtlich besser, wenn man nicht versucht, ihn als einen Teil der Trantor- und Foundation-Welt aufzufassen. Dann ist es eine nette, abenteuerliche Geschichte, etwas verschwurbelt, aber irgendwie auch der ideale, rasante Roman für eine längere Zugreise oder ein Hotelzimmer. Großartig ist dieser Roman nicht, er hat mehr die Atmosphäre eines Science-Fiction-Groschenromans. Doch wer da nicht überkritisch sein möchte, kann ihn eben als einen etwas schrulligen Roadmovie im Weltraum rezipieren, gemischt mit einer Detektivgeschichte und einer Space Opera, deren Protagonisten sich benehmen, als wären sie eigentlich einem Fantasy-Roman entsprungen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, da wird es um den Roman The Currents of Space gehen, der in dieser kleinen Mini-Trilogie eindeutig mein Lieblingsroman ist. Bis bald.